So, willkommen zurück zu einer der dritten Folge von Gun Home. Wir sind immer noch ja, zu Hause nach unserem langen Europa-Trip, sind jetzt hier im Büro und lesen gerade das Testament von unserem Großonkel, nämlich dem, ach, wie hieß er gerade? Oskar. Und ich werde sagen, bevor jetzt mein Schluckauf wiederkommt, lese ich einfach mal vor. Letzter Wille und Testament von Oscar Mason. Ich, Oscar Mason, im Besitz meiner vollen geistigen Kräfte und nach Inspektion aller Güter von Wert, die mir gehören, erkläre hiermit meinen letzten Willen und mein Testament. Das Folgende soll nach meinem Ableben verlesen werden. Erstens, ich erkläre, dass ich mein Leben lang Bürger von Boone County gewesen bin, dass ich unverheiratet bin und keine Kinder habe. Zweitens, ich versichere, dass ich keine offenen Schulden habe, bei keinem Geldgeber oder ob lebend oder tot. Drittens, ich vererbe hiermit jeden Gegenstand von Wert, den ich bei meinem Ableben noch besitze, inklusive dem Haus und die darum gelegenen Morgenland von 1 Abel Hill, genauso wie alle weiteren persönlichen Güter und alle Geldkonten Terence L. Safe Jr. von Ellis County. Für den Fall, dass besagter Terence L. Self Jr. vor mir sterben sollte, soll das ihm zugedachte Erbe an seine Kinder fallen, geordnet nach Alter und Eignung zur Verwaltung des Anwesens. Letzter Wille und Testament von Oscar Mason. Ich, Oscar Mason, im Besitz meiner vollen geistigen Kräfte und nach Inspektion aller Güter von Wert, die mir gehören, erkläre. Das ist doch das Gleiche wieder, oder? Das ist doch hier genau das Gleiche. Für den Fall, dass. Ne, Eignung des Anwesens. Ich unterzeichne meinen Namen unter dieses Testament diesen 13. Tag im August 1973 in den Büros des Boone County Gerichtsregisters, Oscar Mason. Ja, warum das jetzt so doppelt ist, weiß ich nicht, ne? Ach so, das eine ist mit Hand geschrieben, das andere mit Dingsen. Okay, das erklärt natürlich einiges. Okay. Okay, also hat der Vater, der Autor, das Haus hier geerbt. Das ist natürlich sehr interessant. Und ich würde sagen, hier vorne in dem Lager waren wir schon. Hier liegt doch. Warum liegt hier eigentlich der ganze Müll immer neben den Mülleimer? Muss ich das verstehen? Hey, bist du das neue Mädchen, Sam? Ich bin Tommy, ich sitze ganz hinten. Wink mal, wenn du das erhalten hast und schreib zurück. Hi, Tommy. Ja, ich bin Samantha. Und ja, ich bin neu hier. Wie geht's dir? Ich dachte mir, da du neu bist, könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen. Ich hab auch nicht viele Freunde. Und ich wollte dich mal was fragen, wenn es dir nichts ausmacht. Macht es dir was aus? Ja, nein? Nein, stört mich nicht. Was willst du denn fragen? Wurde nur dein Onkel voll Psycho oder liegt das bei euch in der Familie? Ach du Scheiße. Oh je. Wirklich? Ach, die Arme. Ach, zu Zettelchen habe ich auch immer in der Schule geschrieben. Aber die Arme, die tut mir ja leid. Ach Mann, die arme Sam. So, wir gehen erstmal hier ins Wohnzimmer. Was ist das? Die Lampe? Okay, ich sehe schon, hier gibt es einiges zu sehen. Nimm die Kerze, schmeiß sie runter. Nimm die Kerze, schmeiß sie weg. Oh, was ist das? Streichhölzer. So, angemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt am besten umschauen soll. Ich schaue mich am besten erstmal den Außenring um. Ich will mich auf keinen Fall was verpassen. Was ist das? Nimm die Kassette. Kassette einlegen. Role Model. Ja, geile Mucke. Ich mache die aber mal wieder aus. Die ist etwas sehr laut. Aber gut. So, haben wir hier irgendwas? Oh, was ist denn das? Lies den Brief. Terry! Hey Mann, wie geht es dir? Ich weiß, du bist nur ein publizierter Autor und all das. Aber mein Redakteur bei Hifi Afikianado hat derzeit zu viel Testmaterial herumliegen und er sucht nach einem zusätzlichen Freiberufler. Natürlich dachte ich gleich an dich. Du schriebst in deinem letzten Brief, wie sehr es dich Nerven gekostet hat, einen Verlag für dein neuestes Werk zu finden. Und Stereotests zu schreiben ist kinderleicht. Sitze zu Hause mit einem Glas Scotch, höre dir ein paar Schallplatten an und schreibe auf, wie es klingt. Und dann wirst du bezahlt. Ein paar Ausgaben des Magazins habe ich dir als Beispiel beigelegt. Wenn du daran interessiert bist, schicke einfach ein paar Leseproben an meinen Redakteur und sag ihm, ein alter College-Kumpel Mike hat dich geschickt. Hier die Adresse. Ja, das ist cool. So schnell kommt man also an den Shop. Ich werde auch Autor, hey. Das ist das Buch, das Seth geschrieben hat. Terence L. Greenbrier, der zufällige Ritter. Ach, das ist so ein bisschen von der Geschichte mit John F. Kennedy, so ein bisschen.
gefesselt, ne? Würde ich jetzt mal so meinen. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Auf jeden Fall einige Videokassetten. Hier wurde einiges aufgenommen. Wahnsinn, Wahnsinn. The Time Machine. Fantastic Voyage. Top Gun. The Entromated Strain. Was ist das? Airplane. Moonraker. JFK. X-Files. Ah ja, hier X-Akte. Mhm. Clash of the Titans. Okay, gut, ja. Oh, was ist das? Freunde gewinnen trotz Schüchternheit. Sam dachte, das könnte vielleicht helfen, Dad. Freunde gewinnen trotz Schüchternheit. Auch so ein Buch brauche ich auch. Feeling lonely? It's a piece of cake to make friends. Das ist ein Stück Kuchen, Freunde zu machen? Na gut. Kennst du das Gefühl, wenn du jemanden das erste Mal siehst und die Person wie einen großen goldenen Stern um sich hat? Und du musst sie einfach kennenlernen? Nun, da gibt es dieses Mädchen. Ich glaube, sie ist einer der Oberstufenschüler. Sie ist meist angezogen wie eine Art Punk. Aber manchmal trägt sie auch sowas wie eine Armeeuniform. Und sie kritzelt immer auf diesen Notizblock ganz vertieft. Ich wusste nicht, wie ich es jemals schaffen sollte, sie anzusprechen. Bis ich mitbekam, dass sie und ihre Freunde jeden Tag nach der Schule im 7-11 abgehingen und Street Fighter zockten. Okay, und unsere Sam ist ja anscheinend so eine kleine Zockerin, ne? Okay, also hat sie ein Mädchen kennengelernt mit einer Uniform. Das ist aber nicht die, die wir zuerst gesehen hatten auf dem Foto, oder? Vor ein paar Folgen. Fernseher ausschalten. Okay, Fernseher wieder einschalten. Stormwatch Channel Server Weather Warning. Okay, eine Wetterwarnung für die Westregion. Okay. Ja, komisch, komisch. Was ist denn das hier? Ich weiß es nicht. Ein Brief. Hi Terry. Anbei eine Pioniereinheit mit Fernbedienung und Kabeln. Wir brauchen einen halbseitigen Test für die Oktoberausgabe. Damit hast du ca. 2 Wochen Zeit bis Redaktionsschluss. Standardzeug wie dein Test zum Blablabla ist ein Kombi-Abspieler. Also prüfe die CD-Funktion mit ein paar Disk und auch die Laserdisc-Funktion. Und die wollen, dass wir auch den Signal zu Rauschabstand abhandeln. Und Toslink-Zeug für die Luxuskäufer. Freue mich auf deine Einschätzungen. Genieße das Gerät, Dave. Ach, so sieht das Ganze aus. Schön. Schön, schön. Gucken wir mal ganz kurz in den Rucksack. Ja, hier hat sich schon einiges geändert. Das ist das Fernsehzimmer. Hier ist Dads Büro und die Bibliothek. Hier ist zugeschlossen. Tagebücher. Okay, sehr schön, wie sich das alles so mitbewegt hier. Ach, ich finde ja die Details sehr geil gemacht, ne? Hier haben wir eine Cola. Cola. Teller. Ich räume mal ein bisschen auf. Hierfür krieche ich einfach mal ein bisschen. Was haben wir hier? Einen Textmarker. Ansonsten sonst noch was? Nö, ne? Ich krieche einfach mal hier ein bisschen durchs Wohnzimmer. Hier haben wir auch nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Gut. Ist die Schublade zum Öffnen? Ja. Hier ist auch nichts drin. Okay. Hier ist wieder so ein Untersetzer. TV-Programm. Alles und alle unter einem Dach. Unsolved Mysteries. Diagnose Mord. Mantis. Hoppla Lucy. Strange Luck. Dem Zufall auf der Spur. Das Leben und ich. Bonnie Hunshow. Dave's World. Theater des Grauens. Chinatown. Eine starke Familie. Picket Fences. Tatort Garden Sound. Akte X. Ich weiß gar nicht, ob die Sendung, ob es die wirklich so gab. Es würde mich mal interessieren, ob es die Sendung wirklich gab oder ob die ausgedacht sind fürs Spiel. Ich bin ja nicht so alt. Tut mir leid, aber ich kenne mich da leider nicht so aus. Aber schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Untersetzer. Was ist hier drin? Eine Zeitung. Okay, was ist das? Eine Pizzaschachtel? Hm, lecker, lecker. Aufgegessen, aber nicht weggeschmissen. Super. Den Stift kann man anscheinend nicht mitnehmen. Gut. Tasse weg. Untersetzer. Untersetzer weg. Wird alles überbewertet hier. So, ist hier was drin bestimmt, oder? Ein Anstecker. Braid Mobile. Okay, Braid Mobile. Vielleicht die Band, die wir von auf der Kassette gehört haben? Kissen! Limo-Dose! Kissen! Spuk und Poltergeister! Okay. Sam wollte sich anscheinend ein bisschen informieren, ein bisschen was über das Haus rausfinden. Würde ich jetzt mal meinen, glatt. Huch, ich möchte aufstehen, bitte. Okay, mehr kann ich hier also nicht machen. Ich würde mal meinen, Sam hat sich einfach so ein bisschen informiert über das Haus. Ob es Spukgeister gibt oder nicht.
Gehört ja auch dazu, ne? Hier hinten haben wir was. Was mein Licht an. Dann müsste das Zimmer ja jetzt auch hier gleich in der Karte gemacht sein, ne? Oder auch nicht. Ja doch, hier ist die Tür, ne? Ich gehe jetzt mal richtig rein. Ist es jetzt vielleicht? Ja, jetzt ist es da. Wunderbar. Okay, was ist das? Der Himmel am Rand der Welt. Samantha Cranebrier. Zweite Klasse. Handlung, das Schildkrötenvolk, Teil 1. Captain Allegra schaute auf den Ozean. Er ging ins Unendliche, oder zumindest schien es so. Eines Tages würde sie den Rand finden und von da aus ins Paradies gelangen. Plötzlich hört sie Kanonen donnern. Wumms, es war das schwarze Piratenschiff. Sie schrie, ich dachte, wir hätten sie an der Pferdeinsel abgehängt. Der erste Offizier sagte, scheinbar haben wir uns zu früh gefreut. Das schwere Schiff kam über die Seite näher. Captain Black höchstpersönlich kam an Deck des schwarzen Schiffs. Er rief zu Captain Allegra, du wirst nie den Rand finden. Du wirst nie den Rand finden. Es gibt kein Paradies und dein Vater war ein Lügner. Captain Allegra schrie zurück, warum verfolgst du uns dann noch immer, Dummkopf? Der erste Offizier rief darauf, wir werden dich aufhalten, Captain Black, wir werden den Rand der Welt finden und du wirst erkennen, dass ihr Vater kein Lügner war. Das Gefecht ging weiter, bis Captain Allegras entkommen konnte. Nun nach Westen, sagte sie und das Schiff segelte Richtung Sonnenuntergang. Cool geschrieben, coole Geschichte doch. Also Sam hat anscheinend genau das Schreibertalent wie der Vater. Natürlich nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wunderbärchen, dann würde ich sagen, verlassen wir einfach mal das Wohnzimmer und gehen weiter. Weiter den Flur entlang. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Bündel Gutscheine? 25 Pence, okay. Gutscheine? Gutscheine braucht keiner. Hatim Kumi braucht auch keiner. Stifte auch nicht. Stift weg, was ist das? Landwirtschaftsministerium der USA. US-Handbuch der nationalen Forstwissenschaft. Brandverordnungen und Vorsichtsmaßnahmen für die Nordwestregion. Mhm, das hat anscheinend unsere Mutter lesen müssen, damit sie dort arbeiten kann. Nee, hier ist kein Schubkasten, okay. Oha, was ist denn das? Hallo, Licht? Was ist denn das für ein Raum? Erstmal Licht machen überall hier. Bist du kaputt? Okay. Hier sind dann Schallplatten? Öffne Ordner. Was ist denn das für ein Ordner? Ein cooler Ordner, gehört bestimmt Sam. Oh Gott, das kann doch keiner lesen. Reproduktionssystem Arbeitsplatz 6. Aufgabe, unten stehen zwei Geschichten, die Ereignisse sind alle durcheinander. Nimm ein Blatt, wähle eine der beiden Geschichten, schreibe sie neu. Beginnend mit Titel und Name, finde einen Satz zum Beginn. Sortiere die Sätze chronologisch, stelle sicher, dass der letzte Satz einen guten Abschluss darstellt. Ah, der Menstruationszyklus. Sie wandert durch den Eileiter, der Eierstock entlässt die Eizelle. Nach circa 2 Wochen wird die Auskleidung des Uterus über die Vagina ausgeschieden, da diese nicht mehr benötigt wird. Es ist erstaunlich, wie sich der weibliche Körper auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Wenn das Ei nicht auf ein Spermium trifft, löst es sich auf. Während sich die Eizelle entwickelt, wird die Auskleidung des Uterus dick und weich. Eine weitere Eizelle fängt an, sich in einem Eileiter zu entwickeln und der Prozess beginnt erneut. Eine Eizelle beginnt sich zu entwickeln. Mhm. Der Menstruationszyklus, eine Novelle. Der Morgen des 1. September 1939. Essa Glatz starrt aus dem Zugfenster, als sie von Wien in ihr Heimatdorf Wailun in Polen reist. Die Sonne geht über der Landschaft auf und sie denkt nur an ihren Geliebten Borislav, ihren Verlobten. Gerade beginnt in ihrem Inneren die Entwicklung einer Eizelle. Essas Zug nähert sich dem Ziel. Ihr Herz rast. Die Auskleidung des Uterus wird dick und weich. Als Essa aus dem Zug tritt, überfliegt ihr Auge rasch die Menschenmenge. Dort, ihr lieber Boris. Immer noch in seinem Bäckerkittel. Er muss früh morgens im Laden seines Vaters alles stehen gelassen haben, um sie zu treffen. Ihr Herz springt, der Eierstock entlässt eine Eizelle. Sie wandert durch den Eileiter. Über den Keuchen der Dampfmaschinen wächst ein Brummen heran vom Himmel her. Schatten huschen über die Bahnstation, ein pfeifender Ton. Essa, ihre Gedanken wenig schneller als die Bomben, streckt sich nach ihrem Boris in der Menschenmasse. Ihre Blicke treffen sich, der Moment steht still. Blitz und Rauch hüllen ihn fast gänzlich ein. Beim Angriff der deutschen Truppen werden fast 75% der Menschen ihrer Heimatstadt getötet.
Der Rest inklusive Esser und eine Zeit lang Borislav verstecken sich in einer halb zerstörten Kirche. Er ist blind, seine Beine fehlen, er ist mit zerrissenen Bettlagen bandagiert. Essers Eizellen wird kein Spermium treffen. Sie löst sich auf. Ungefähr 2 Wochen später tritt Boris aus dem Leben. Essa hat ihre Ration geopfert, um Boris am Leben zu erhalten. Aber letztlich konnte ihm nicht helfen. Da diese nicht mehr für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird die Auskleidung des Uterus über die Vagina ausgeschieden. Essa schwört sich zu überleben. Sie schließt sich dem polnischen Widerstand an und wird eine wagemutige Spionin und Saboteurin. Eine weitere Eizelle fängt an, sich in einem der Eileiter zu entwickeln und der Prozess beginnt erneut. Es ist erstaunlich, wie der weibliche Körper weiß, wie man sich für eine Schwangerschaft vorbereiten muss. Komm nach dem Unterricht zu mir! Oje, das war anscheinend nicht so eine gute Geschichte, wie es sein sollte. Gut, ja, die Geschichte ist schon sehr ausgeschmückt, ne, muss man sagen, aber fand ich jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall, die Sache mit der Geschichte belassen wir es dabei. Ich sage tschüss, bis nächste Woche und danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, die Sache mit der Geschichte belassen wir es dabei. Ich sage tschüss, bis nächste Woche und danke fürs Zuschauen.